Lass mich in Ruhe. Wir sind die Körperteile, die dich heimsuchen. Mhm. Nachts, wenn du schläfst, liegen wir unter deinem Bett und singen Abba-Lieder. Naja, das mit dem Singen wird gerade schwierig, aber ja. Also, gut. Ich sag's mal so, Körper, du. Bei mir geht es noch. Naja, so. Na, ihr Typ mit dem Messer. Schafft ihr es, mich umzubringen? Ja, geht doch. Jetzt spawn ich hier hin. Ach ja, und überall in der ganzen Stadt sind Tickets verteilt, die mit denen kannst du dann Dinger an dem Automaten kaufen. Also zum Beispiel hier da über dem Pool schwebt zum Beispiel eins. Und die Automaten sind direkt daneben. Steht auch groß immer JDA auf diesen Tickets drauf. Ja. Ich bin die Lee mit der Knarre. Nein, die schon wieder. Ja. Wir waren jetzt quasi dabei zu questen, aber das habe ich ja schon gesagt. Ihr wird da. Jetzt lassen wir doch beide knarren. Moment. Ihr wolltet mich dabei haben. Ja. Haha. Wo sind die Boxhandschuhe? Und nun? Ich bring dir hier jemanden. Guck mal. Komm. Hier, frischer BH. Ist noch jemand drin, aber frischer BH. Ich brauche keinen. Ich trage meinen seit 700 Jahren. Ja. Ach, verdammte Bärenfalle. Was passiert eigentlich, wenn ich dich ins Wasser bringe? Gehen Sie mit Ihren Latschen weg. Auch eine interessante Art und Weise, wie man schwimmt. Was? Naja, sie hatte die Arme und Beine im Wasser und den Oberkörper. Gehen Sie weg. Rausgeguckt hat der Hintern. Ja. Ich rette sie, keine Sorge. Wenn ich es schaffe, selber rauszukommen. Gehen Sie weg, Sie Rüpel. Ich bin nur noch eine Hüfte, ich weiß gar nicht, was du von willst. Eine hüpfende Hüfte im Sonnenschein. Eine Hüfte im Sonnenschein, was kann da schon dabei sein? Ah! Geht doch. Wie schnell schwimmt eigentlich so eine Hüfte? Verdammt! Nicht schnell. Hat er mich gehauen? Jetzt bin ich im Drehmodus im Wasser da, toll. Ja, ich auch. Soll ich euch wieder da rausspringen? Nein, gerade nicht. Also den Otter vielleicht, komme. Aber... Hopp, oh, bin draußen. Hui. Du kannst alle aus dem Wasser springen, die noch im Wasser sind. Das wäre niemand. Du hast da was am Bein. Ja, das ist normal. Das ist meine Gehhilfe. Die macht, dass ich nicht aus Versehen umkippe. Jo... Zurück zu unserem Problem. Wie kommen wir da oben auf diesen blöden Dings rauf? Auf diesen Wolkenkratzer? Es gab doch irgendwo Feuerlöscher. Gab es hinten in der Tankstelle nicht Feuerlöscher? Kann sein.
Hallo. Polizeigewalt! Da packst du den Polizisten an den Hintern und schlägt er dir eins auf die Nase. Unerhört. Okay, hier gibt's keine Feuerlöscher, hier gibt's nur Benzin. Ich mach gerade eine Bodenreinigung. Wo zum Teufel? Bodenreinigung. Wo zum Teufel hatte ich diese Feuerlöscher her? Oh, hier fehlt, hier ist eine Stelle, wo man einen halben Arm weghaben muss, ein ganzes Bein und ein halbes Bein weg. Ich habe einen Tempel gefunden. Ist doch was. Er ist zu und drinnen sind unentspannte Mönche. Also wahrscheinlich genauso wie die, die wir schon kennen. Ja. Ich glaube, das ist der Tempel, den wir kennen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, sieht anders aus. Glaube ich. Hm. Gut, das letzte Mal bin ich auch sehr viel gerannt. Wollte ich gerade sagen. Das letzte aber Mal hier kann man auch noch irgendwas lösen. Ja, bei dem Tempel haben wir auch definitiv Lösungsoptionen offen. Ich löse gerade. Stopp, keine Rentner, dann gehe ich da so mal lang. Oh, warte auf mich, ich komm. Ich hole jetzt nochmal einen Schlüssel, weil ich glaube, da hinten können wir noch einen Schlüssel gebrauchen. Ich habe schon mal eins der drei Elemente. Bist du der Avatar? In Ausbildung. Lalalala. Schlüssel. Außerdem waren es da vier. Ich weiß. Drei ist mir so, Zelda. Ja, dann bist du eine Prinzessin. Nein, das ist Blackie. Ja, das stimmt. Ich bin ein hübsches Mädchen. Ja, dann kommen wir doch mal zurück und gucken mal. Sat, ich glaube, in dem Haus, wo du bist, ist so eine Marke. Ja, das kann sein. Aber ich muss mal grob in meine Richtung. Bitte. Aber bleiben Sie auf der Straßenseite, wo Sie sind. Waren. Guck mal da drüben. Da ist eine Marke drinne. Es hilft mir nichts, wenn du mich in die Luft jagst. Ich hab doch nur den Weg markiert. Ja, jetzt habe ich aber dummerweise kein... Oh, die Tür ist offen. Das ist ja angenehm. Ich habe einen Schlüssel dabei. Otter, brauchst du einen Schlüssel? Hier im Tempel? Ja. Wenn du dahin kommst, wo ich stehe. Wenn du das hinkriegst. Moment. Genau da braucht man einen Schlüssel. Oh! Bitte. Hier ist noch eine offene Tür. Wo kommt die denn her? Lalalala, ich bin da. Perfekt. Genau, und hier kommst du mit? Moment. Genau. Hier sind noch sehr viele entspannte Mönche, sehe ich. Ja. Hier muss man diese drei Dinger reinbringen. Einen habe ich schon gefunden. Ah. Na dann. Mache ich mich mal auf meinen Knöchelchen unterwegs. Lüpp. Oh, perfekt. nein. Jetzt habe ich ja noch Kopf verloren. Aber hier hinten... Egal, Tür ist offen. Ja.
Hinten ist ein Element und eine Marke. Wetten wir noch einen Schlüssel. Ich bring mal das Element nach vorne. Jo. Hier hinten ist noch ein Hüfter-Only. Und hier liegen noch ein paar Dickdärme rum. Kivo 62. Die haben hier sogar Stampf-True. Na, hier drüben. Eine rollende Waffe. Oh, hier sind eine Gottesanbeterin. Und eine Instant-Kill-Waffe. Oh, hier hinten auf der anderen Seite ist übrigens nochmal ein Ticket. So. Jetzt fehlt nur noch Hallo. Feuer. Hallo. Na dann, Feuer frei. Bam, bam. Ich habe Leute gefunden, die Feuer spucken. Au. Ich habe keine Arme mehr. Ich hab noch. Hab ein Arm gefunden. Ist noch drin. Ach, hier war ich schon mal. Hier hinten an dem, hinter dem komischen Säufer ist noch ein Ticket. Und hätte ich noch Arme, könnte ich jetzt auch die Leiter hier hoch, um zu gucken, was da oben ist. Soll das nicht vor meinem Wumm stehen? Doch, doch, das ist genau das, was ich will. Ja, dann zerstörst du mich. Ja, das ist genau das, was ich will. Ist ja gut. Wuhu, Treffer! Wuhu, noch ein Treffer! Oh, gestorben wird. Wie konnte das nur passieren? Aber jetzt habe ich wieder ein paar Beine und ein paar Arme. Jetzt kann ich heute noch die Leiter hoch. Wo ist denn hier ein Ticket? Weiter rum. Genau die andere Seite rum. Hier unter mir. Na toll, noch eine Leiter. Ich hasse Leitern. Ich habe ein Ticket. Und ich habe irgendwas oben auf dem Dach gefunden. Ich weiß nur noch nicht, was. Feuer suchen wir noch. Nein! Nein, ich habe Schlüssel gefunden. Auch schön. Ich glaube, da unten, wo wir das eine Ding her haben, braucht es auch irgendwo einen Schlüssel. Oh, hier ist. Okay. Dann gehen wir doch mal dahin und stecken den ein. Ansonsten hinter den Feuerspuckern war noch ein Ticket, aber da kannst du auch von hier aus rum, ohne dass du Stress mit denen kriegst. Und ja genau, hier hinten, wenn ich das aufschließe, ist auch noch ein Ticket. Wuhu! Alles klar. Bei dir hat's geknallt. Lieblingsotter. Hm? Warum meldet sich jetzt mein Handy? Ich verstehe es nicht. Hab da was für dich? Yep. Fang! Ach verdammt, ich kann es auf den Boden werfen. Nein, offensichtlich war das nichts. Toll. Au. So, dann gucken wir doch mal hier hoch. Oh, Au. Blacky, ich habe ja einen Job für dich. Gerade schlecht. Hoppala. Jemand hat eine Tür auf mich fallen lassen. Das passiert mal. Hallo, helfen Sie mir. Ja, Moment. Na toll. Die Tür hat sich gewehrt und hat mir den Arm ausgerissen. Na toll. Mhm.
kritisch zu greifen. Ich komme auch mal zu euch. Oh, Blackie ist gestorben, habe ich den Eindruck. Yep. Ah, Otter, du hast auch eine klassische Waffe. Das ist sehr schön. Yep. Das ist mein Mr. Black Befreier. Na toll. Ja, ich brauche da drüben jemanden mit Armen und Waffen. Ich habe Waffen. Ich habe Arme. Ich habe weder noch. Und zwar hier oben. Was denn zum Teufel? Was denn? Moment. Ich guck mal ganz kurz auf mein Handy. Was willst du? Aha, es ist eine amtliche Unwetterwarnung. Echt? Ist die ja, jetzt bei euch? Ja, offensichtlich. Zwischen jetzt und 23 Uhr. Ja, genau die Tür. Die hier? Genau die. Das hat irgendwie keinen Effekt, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich stehe mal ganz kurz auf und guck mal, ob ich das Fenster drüben geschlossen habe. Sekunde, ich bin sofort wieder da. Mach die Tür derweil schon mal auf. Sauber. Warte, da drin reinige ich. Irgendwo wird geschrien. Ist jetzt clean. Da bin ich wieder. Der Raum ist jetzt sauber. Du hast dein Mikro angelassen. Ja, stimmt. Naja, da gibt es jetzt halt ein paar mehr Informationen. Stimmt. Jetzt wissen wir alles über dich. Na dann. Ich habe einen magischen Schlüssel. Und ich habe keine Hände, verdammt. Na ihr? So einen Schlüssel hatten wir echt noch nicht. Tritt mich. Na gut, ihr seid. Danke! Ihr seid effektiver. Wuhu! Wuhu! Endlich Ende. Da kommen wir hinten rum. Einen magischen Schlüssel. Wir haben einen komischen Schlüssel und das Feuerelement immer noch nicht gefunden. Da mag natürlich ein Zusammenhang bestehen. Ja, das könnte sein. Aber stimmt, hier vorne ist der Gong, wo wir sie alle dagegen haben knallen lassen, ne? Ja. Da hat's gegongt. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein. Hier hinter ist noch irgendwas. Oh, ein Feuerelement. Oh, ein Feuerelement. Praktisch. Bring mit. Ja, ja.